Als nächste Rednerin hat sich zu Wort gemeldet die Abgeordnete Gronemann, Fraktion Die Grünen. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Der Setzpunkt der Freien Demokratin trägt den Titel Jugendkriminalität frühzeitig entgegentreten, entschiedenes Handeln erforderlich. Und der Anlass ist, dass die Anzahl der Tatverdächtigen von 22 auf 23 gestiegen ist. So ist für die 14- bis unter 18-Jährigen ein Anstieg von 8,8% zu verzeichnen. Das heißt, wir haben hier einen leicht höheren Anstieg, als es bei den Fällen insgesamt der Fall ist. Und bei den 14-Jährigen, bei den unter 14-Jährigen haben wir sogar eine Steigung von 10,2%. Und diese Entwicklung, meine Damen und Herren, ist beunruhigend. Und denn das machen Sie auch in Ihrem Antrag deutlich, wenn Jugendliche straffällig werden, muss unmittelbar dagegen gearbeitet werden, um zu verhindern, dass sie eine Art von krimineller Karriere entwickeln. Und ich bin dankbar, dass Sie in Ihrem Antrag auch eine Form von einer gesellschaftspolitischen Einordnung vornehmen, weil diese wichtig ist, um A zu verstehen, warum es hier zum Anstieg gekommen ist oder auch weiterhin kommt und deshalb auch helfen kann, die Ursachen dafür zu bekämpfen. Und wenn es um die Bekämpfung von Jugendkriminalität geht, braucht es ganzheitliche Ansätze, sowohl in der Prävention als auch in der Ahndung der Straftaten, meine Damen und Herren. Und die Entstehung von Jugendkriminalität ist ein sehr komplexes Phänomen. Und laut Wissenschaft gibt es ungefähr 6 Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind. Das erste ist der sozioökonomische Status. Jugendliche aus einkommensschwachen Familien haben ein höheres Risiko, kriminell zu werden, wenn sie z.B. weniger Zugang zu Bildung oder weniger Beschäftigungsmöglichkeiten oder andere Ressourcen haben. Zweitens, das ist das Familienumfeld. Ein instabiles oder ein gewalttätiges Familienumfeld kann ebenfalls das Risiko erhöhen. Vernachlässigung, Missbrauch oder das Fehlen von angemessener Fürsorge können dafür sorgen, dass Jugendliche für negative Einflüsse sich dem zuwenden. Drittens, das sind die Peer-Gruppen. Also Jugendliche neigen ja dazu, sich in Freundeskreisen natürlich auch zu bewegen. Und wenn sie sich dort neigen sie auch dazu, sich vor allem an Gleichaltrigen zu orientieren. Und wenn sie da, ich sage mal in Anführungsstrichen, an die Falschen geraten, Leute, die vielleicht dazu neigen, selbst kriminell zu sein, kann es sein, dass das auch auf sie sich auswirkt. Viertens, das sind schulische Probleme, schlechte schulische Leistungen, Schulabbruch oder Schulfeindseligkeit können ebenfalls einen Teil dazu beitragen, dass das Risiko sich hier erhöht. Fünftens, das sind psychosoziale Faktoren. Jugendliche, die unter psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen oder Sucht leiden, haben ebenso ein erhöhtes Risiko. Und sechstens, das sind Umweltfaktoren, die Umgebung, in denen Jugendliche aufwachsen, zum Beispiel, wenn es eine Nachbarschaft ist, in der es hohe Kriminalitätsraten gibt oder es mangelnde Freizeitmöglichkeiten gibt oder soziale Desintegration, kann das auch das ausschlaggebend sein. Und nicht selten ist es nicht dieser eine Faktor, sondern es sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen und nicht selten bedingen sie einander. Und natürlich gibt es auch Grenzerfahrungen, die hier ausschlaggebend sein können. Und eine dieser Grenzerfahrungen war unbestreitbar die Pandemie. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie zerbrechlich eine Gesellschaft sein kann. Und viele Jugendliche haben während dieser Zeit das Gefühl der Isolation und Hoffnungslosigkeit erfahren. Und wir wissen auch, dass sich dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit auf die psychische Gesundheit und auf das Wohlergehen unserer Jugendlichen ausgewirkt hat. Seit der Pandemie gibt es einen massiven Anstieg der Neuerkrankungsraten bei psychischen Erkrankungen. Und auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie der Nahostkonflikt verstärken diese zusätzlich. Um diese Herausforderungen zu begegnen, braucht es sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen. Wahr ist, dass wir nicht alle Faktoren, die ursächlich dafür sind, beeinflussen können. Aber woran wir arbeiten können, sind die Rahmenbedingungen. Das ist
Zum einen, ich fasse das mal unter dem Begriff, wenn wir über sozioökonomische Faktoren reden, geht es natürlich auch um die Unterstützung von Familien, gerade von finanziell schwächeren Familien. Zum Beispiel auch die Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitangeboten, gerade in benachteiligten Gemeinschaften, die Bereitstellung von Bildungschancen, beruflicher Ausbildung, der Ausbau des Ganztags und hier auch besonders wichtig die Begleitung durch die multiprofessionellen Teams. Die mobile sowie die aufsuchende Jugendarbeit muss ebenfalls ausgebaut werden. Insbesondere müssen diese Streetwork-Angebote auch in Präventionskonzepte auch für die innere Sicherheit integriert werden, auch im ländlichen Raum. Es ist nicht nur ein städtisches Phänomen, es ist auch im ländlichen Raum ein Problem. Und klar ist aber auch, dass straffällig gewordene Jugendliche ebenso rasch Konsequenzen für ihr Handeln erfahren müssen. Und sie brauchen das aber genauso wie die individuelle Unterstützung. Und ja, wir haben die Häuser des Jugendrechts in Hessen, wo die Polizei mit der Staatsanwaltschaft und der Jugendhilfe eng zusammenarbeitet, um künftig Straftaten vorzubeugen und den Jugendlichen eine Perspektive zu eröffnen. Und auch wir wollen, dass dieser Ansatz weiter ausgebaut wird. Wir wollen, dass grundsätzlich die Verfahren möglichst kurz gehalten werden, um so schnell und angemessen reagieren zu können. Und wir teilen ebenfalls die Auffassung, dass wir auch mehr auf die Lebensumstände der Jugendlichen schauen müssen, und um hier wirklich auch möglichst früh Risiken erkennen zu können. Es gibt ja auch das Projekt in NRW Kurve kriegen, was hier auch nochmal ein Beispiel dafür sein könnte. Und Sie gehen in Ihrem Antrag auf die Medienkompetenz, an die Förderung der Medienkompetenz. Und ich würde das nochmal unterstützen, aber aus einem anderen Blickwinkel. Dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit hat bei vielen Jugendlichen auch dazu geführt, dass sie anfälliger sind für Extremismus. Und insbesondere Rechtsextremisten versuchen über Social Media, versuchen über TikTok und Co. Nachwuchs zu rekrutieren. Es gibt Lip-Sync-Videos mit Rechtsrock im Hintergrund. Es gibt selbsternannte Survival-Experten. Sie nehmen Trends auf, setzen auf eher positive Konnotationen und Emotionen. Und nicht selten, aber werden auch dort klassische Ressentiments bedient, Männer als die superstarken Kämpfer und Frauen in sehr stereotypischer Weiblichkeit gezeigt. Es gibt ja diese sogenannte Threadwife-Bewegung, die das auch nochmal sehr stark inszeniert. Sie benutzen Codes, um Accountsperren zu umgehen. Und ganz bewusst versuchen Rechtsextreme subtiler zu agieren und versuchen so einen Erstkontakt aufzubauen. Das heißt, es gibt dann Erstkontakt, gerade bei Jugendlichen, mit rechtem Gedankengut. Und der soll dann auf Telegram vorwiegend weiter vertieft werden und dort findet eine Radikalisierung statt. Und meine Damen und Herren, circa 54% der 12- bis 19-Jährigen nutzen TikTok. Und wenn wir unsere Jugendlichen stärker vor Extremismus und vor allem Rechtsextremismus schützen wollen, müssen wir sie befähigen, dieses Gedankengut, diesen Content auch als solchen identifizieren zu können. Und auch dafür braucht es einen Ausbau der medienpädagogischen Angebote, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen von der FDP, Sie listen hier einen Antrag viele Punkte auf, die wir in Ihrem im Ansatz teilen. Und vieles fußt ja auch bereits auf bestehenden Dingen, die weiter ausgebaut werden sollen. Wir halten das für den richtigen Ansatz und werden dann daher auch Ihrem Antrag zustimmen. Lassen Sie mich noch ein paar Worte auch zum Antrag der AfD verlieren. Wie gesagt, Jugendkriminalität ist ein komplexes Phänomen. Und da gehört es sich nicht, meiner Meinung nach, mit einfachen Antworten um die Ecke zu kommen. Und es gibt, aus wissenschaftlicher Sicht ist es schlicht so, dass es keine empirische Möglichkeit gibt, einen allgemeingültigen Zeitpunkt festzulegen, ab dem eine Person die volle Verantwortung für ihre eigenen Taten auch tragen kann, sprich strafmündig ist. Daher ist auch die Wissenschaft sich einig, dass die Herabsetzung der Strafmündigkeit nichts und rein gar nichts bringt, meine Damen und Herren. Und was übrigens auch nichts bringt, sind die üblichen Ressentiments zu schüren. Und wenn Sie in Ihrem Antrag, und ich zitiere, von ungezügelter Einwanderung kulturell divergenter Personenkreise reden, tun Sie eben genau das. Und wenn Sie wirklich etwas zur Bekämpfung von Jugendkriminalität machen würden, würden Sie
tatsächlich etwas für die Jugendliche machen, würden sie in ihren Ängsten ernst nehmen, würden versuchen, ihnen eine Perspektive zu geben, anstatt Ängste und Ressentiments weiter zu schüren. Und vielleicht noch ein Satz. Mir liegt es ja in der Regel fern, die FDP zu verteidigen, aber im Gegensatz zu Ihnen liegt hier ein ganzheitliches, zu dem, was Sie vorgelegt haben, gibt es dort einen ganzheitlichen Ansatz. Und Sie setzen stattdessen weiterhin auf Populismus, wie Sie das schon die ganzen Plenartage gemacht haben. Und das hilft wirklich niemandem. Und das ist auch der Unterschied zwischen Demokratin und Demokratie. Frau Abgeordnete Grunemann, willst du zum Schluss kommen? Ich komme zum Schluss. Das ist der Unterschied zwischen Demokratin und Demokratiefeinden, meine Damen und Herren. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Schleich, AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, ich möchte Ihnen mal was über Ängste von Schülern erzählen. Ich war am Wochenende auf einem Wahlkampfstand für die Europawahl und da war eine junge Schülerin bei mir. Die war 14 Jahre alt und hat sich bei mir beschwert, dass sie in der Schule gemobbt wird, weil sie Schweinefleisch isst. Sie wird beleidigt als deutsche Kartoffel. Das sind Zustände in unserem Land, die nicht ertragbar sind. Und wenn ich, wie in meiner Rede ausführte, über 45% der Tatverdächtigen unter 21 Jahren einen Migrationshintergrund haben und dann noch nicht mal die Doppelstaatler mit reingeführt werden, ja, meine Damen und Herren, da muss man ganz klar und deutlich benennen, wir haben ein Problem von migrierten Gewalttaten. Das muss man ganz klar benennen. Zur Strafmündigkeit. Ganz klar gibt es, also es kommt jetzt nicht nur von uns von der AfD, da gibt es auch führende Politiker von der CDU-Fraktion. Ich möchte da Friedrich Merz erwähnen. Er forderte zum Beispiel Maßnahmen und eine neuere Debatte über das Strafmündigkeitsalter, um die zunehmende Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen. Meine Damen und Herren der Grünen, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie messen sehr oft mit unterschiedlichem Maß. Da wollen Sie doch Jugendlichen und Kindern ermöglichen, so früh wie möglich das Geschlecht zu ändern und sich umoperieren zu lassen. Und jetzt sagen Sie, Sie wären dann trotzdem nicht in der Lage, über Ihre eigene Strafmündigkeit bewusst zu sein. Meine Damen und Herren, das ist schwachsinnig. Ich bedanke mich. Herr Abgeordneter Schleich, ich habe Ihnen genau zugehört, am Ende jemanden damit zu beschimpfen, dass das Schwachsinn ist. Das haben Sie. Sie haben gesagt, das ist Schwachsinn und Schwachsinn ist kein parlamentarisches Wort. Dafür rüge ich Sie. Frau Abgeordnete Grunemann, Sie haben die Möglichkeit zur Reaktion. 2 Minuten. Ja, meine Damen und Herren, wir haben im Prinzip noch mal das unterstrichen bekommen, was ich vorhin gesagt habe. Der AfD geht es nicht um die Bekämpfung von Jugendkriminalität, sondern geht es einzig allein darum, erneut Ressentiments zu schüren, erneut Ängste zu schüren. Und alles, was zur Unterstützung der Jugend zu tun hat, darüber haben Sie hier überhaupt nicht gesprochen. Sie kommen immer wieder auf dasselbe Thema zurück. Und ganz ehrlich, Sie brauchen es in dieser Debatte eigentlich auch nicht. Wir hätten sonst eine wunderbare Debatte hier miteinander führen können. Ihre Beiträge waren, wie gesagt, immer wieder das, was Sie auch im Rest des Plenums vorgebracht haben, ist egal, welches Thema es geht. Sie schüren rassistische Ressentiments und Sie haben eindeutig gezeigt, dass es Ihnen auch genau wieder darum ging. Und vielen Dank dafür. Als nächste Rednerin hat sich zu Wort gemeldet die Frau Abgeordnete Kunz, Fraktion der Sozialdemokraten. Da ist sie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen, auch ich hatte gehofft, dass wir uns einmal ernsthaft mit einer
mit einem Thema befassen können, ohne dass die AfD das Thema benutzt, um mit Halbwahrheiten Fakten verdrehen und einseitiger Betrachtung Stimmung zu machen. Damit helfen Sie übrigens niemandem, nicht den Kindern, nicht den Jugendlichen, höchstens Ihrer eigenen Blase. Aber zur Sache. Die Jugendkriminalität steigt in Deutschland, in Hessen, und es kann uns an dieser Stelle nicht kalt lassen. Ich bin froh, dass wir uns heute damit beschäftigen, und ich bin froh, dass sich die schwarz-grüne Koalition viel vorgenommen hat, um jungen Menschen Chancen zu geben. Schwarz-rot, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich war eben so nah bei der Kollegin. Okay, also ich bin froh, dass sich die schwarz-rote Koalition viel vorgenommen hat, um jungen Menschen Chancen zu geben und Angebote zu machen. Angebote, die verhindern sollen, dass Jugendliche kriminell werden oder noch krimineller werden. Nachdem Fallzahlen jahrelang gesunken sind, in den Corona-Jahren einen Tiefpunkt erreichten, steigen die Zahlen mittlerweile. Nun kann man leicht erklären, dass die Zahlen während Corona sanken, den Infekt dem Lockdown zuschreiben. Wenn die Läden geschlossen sind, kann ich keinen Ladendiebstahl begehen. Die Möglichkeiten, zu kriminell zu werden, waren eingeschränkt. Effekt möglicherweise erklärt, aber das bringt uns doch nicht weiter in der Frage, wie wir heute Jugendkriminalität bekämpfen können und wollen. Wohlgemerkt Jugendkriminalität, nicht Jugendliche oder Kinder. Ich will heute insbesondere auf einen Aspekt der Jugendkriminalität eingehen. Denn nach Corona ist nicht nur die Anzahl der Straftaten wieder gestiegen, auch die Art der Straftaten hat sich verändert. Die Tatverdächtigen sind gewalttätiger. Immer wieder liest man was von Eisenstangen oder von Baseballschlägern. Wir müssen uns fragen, woher diese Lust an der Gewalt kommt und was wir dem entgegensetzen können. Und so kann ich heute hier nicht über Jugendkriminalität sprechen und nicht den Fall aus Wetzlar erwähnen. 5 Jugendliche mit einem Baseballschläger bewaffnet, die einen homosexuellen Mann verletzen wollten, ihn in eine Falle lecken wollten, durchgeplant, höchst organisiert, nicht spontan, was natürlich schlimm genug wäre, aber es war wohl überlegt aus einer tiefen Überzeugung heraus. Aus der Überzeugung heraus, dass jemand nicht die Freiheit hat, zu lieben, wen er lieben möchte. Und auch wenn es heute mehrfach erwähnt wurde, die Vorfälle in Dresden, wo Menschen im Wahlkampf verletzt wurden, wo Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen wurde, machen mir Sorgen. Das waren auch Jugendliche, korrekt. Das war nicht in Hessen, aber der Vorfall hat das Potenzial, bis tief in Hessen zu verschrecken und zur Nachahmung zu motivieren. Die Stimmung ist schlechter geworden. Die Art und Weise, miteinander umzugehen und mit Konflikten umzugehen, ist anders geworden und anders ist nicht besser an dieser Stelle. Ich war kürzlich bei einem Sportverein und man erwartet Antworten darauf, wie wir der Verrohung der Gesellschaft begegnen wollen. Es gibt zahlreiche Angriffe im Sport, auf Schiris oder Mitspieler, nicht auf Mitspielerinnen. Eben von Mitspielern, nicht von Mitspielerinnen. Und der Blick in die Statistik, wir haben eben viel zu Zahlen gehört, der Blick in die Statistik zeigt aber auch was anderes, zeigt, dass männliche Jugendliche deutlich häufiger Straftaten begehen als weibliche. Die Kriminologin Lisa Tölle sieht als Ursache dafür die Art und Weise, wie Jungen und jungen Männern in unserer Gesellschaft beigebracht wird, mit Konflikten umzugehen. Wie transportiert wird, was ein richtiger Mann ist. Das zeigt, wo es herkommt, ist aber keine Entschuldigung. Hier haben wir gemeinsam als die Gesellschaft noch viel vor uns. Den Exkurs zum Feminismus spare ich mir an der Stelle, aber nehmen Sie den Denkanstoß gerne mal mit. Und dieser Hinweis auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung erfolgt auch ohne die Verantwortung auf andere abschieben zu wollen. Es soll uns eine Motivation sein. Konfliktbewältigung müssen manche wieder lernen oder überhaupt erlernen. Dabei unterstützt zum Beispiel die Koordinierungsstelle psychische Gesundheit in der Schule oder das Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen, das allen hessischen Schulen zur Verfügung steht. Auch das hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus sei hier genannt. Dort werden die landesweiten präventiven Aktivitäten für Demokratie und Toleranz und gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen in allen Phänomenbereichen des Extremismus in Hessen koordiniert. Alle Phänomenbereiche, beispielhaft
Antisemitismus, Rechtsextremismus, Islamismus und Rassismus. Beim HKE ist das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus angesiedelt. Gegenwärtig werden dort ca. 120 Projekte gefördert, Workshops an Schulen, Präventionsmaßnahmen im Internet, Beratungsangebote für Opfer und Betroffene, um diese eben mit dem Erlebten nicht alleine zu lassen. Aber auch Hilfsangebote für Radikalisierte und deren Umfeld, Ausstiegs- und Distanzierungsmaßnahmen. Aber nicht nur das Innenministerium beschäftigt sich mit Präventionsprogrammen. Aus dem Sozialministerium kommt das Förderprogramm zur aufsuchenden Jugendarbeit im ländlichen Raum, mit dem jährlich Fortbildungsangebote für Fachkräfte der aufsuchenden Jugendarbeit und des Streetworks unterstützt werden, um vor Ort Strukturen zu schaffen, damit jemand dorthin geht, wo Jugendliche auf dumme Gedanken kommen können und sie bestenfalls davon abhält. Dabei geht es nicht alleine um Gewalt, sondern um die ganze Bandbreite der Jugendkriminalität. Jugendliche davon abhalten. Am liebsten hätten wir gar keine Jugendkriminalität. Deswegen setzen wir auf Prävention. Aber nicht nur wir. Deswegen setzen wir auf Prävention. Aber nicht nur wir. Vor längerer Zeit haben sich der Lahn-Dill-Kreis und die Stadt Wetzlar im Haus der Prävention zusammengetan. Unter einem Dach finden unterschiedliche Expertinnen und Experten, zum Teil finanziert aus Landes- oder Bundesförderungen, aber auch Angebote der kreisfreien Stadt Wetzlar und des Lahn-Dill-Kreises ihren Arbeitsplatz. Deckstellen aus dem HKE, der Wir-Beirat, Präventionsrat, Demokratie-Leben, der Schutzmann vor Ort. Auch die Koordinierungsstelle Gewaltprävention des staatlichen Schulamts ist hier vertreten. Keine Doppelstrukturen, sondern sich ergänzende Angebote und kurze Wege, gemeinsam, um die Herausforderungen anzugehen. Um zum Beispiel Eltern zu beraten, was zu tun ist, wenn das eigene Kind plötzlich klaut, obwohl zu Hause jeder Wunsch erfüllt wird. Wenn das eigene Kind plötzlich Musik hört, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, oder Klebstoff schnüffelt, statt damit zu basteln. Neben den Partnern, die im Haus sitzen, gibt es ein sehr, sehr breites Netzwerk, auf das zurückgegriffen werden kann. Ein großes Netzwerk, Kollege Promny hatte das eben aus der kommunalen Familie herausgewachsen ist. Und da sind wir an einem Punkt, das können wir hier heute leider nicht beschließen, aber wir können hoffen und andere inspirieren, damit dieses Haus der Prävention hoffentlich reichlich Nachahmerinnen und Nachahmer finden möge. Das Prinzip, unterschiedliche Behörden und Strukturen zusammenzuziehen, wird auch im Haus des Jugendrechts gelebt. Das hatten wir heute schon ein paar Mal. Zu den bestehenden Häusern werden weitere in Darmstadt und Gießen kommen. Ich richte da meinen Dank Richtung Justizministerium. Die sind da nämlich zuständig. Ich weiß aber, dass der ehemalige Justizminister das Prinzip auch unterstützt hat. Deswegen da ein ganz herzliches Dankeschön. In diesen Häusern arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichte, Jugendhilfe und auch freie Träger zusammen, um einmal effektiver und schneller zu werden, damit die Antwort auf das Vergehen eben kurzfristig erfolgt, aber auch um passgenaue Unterstützungs- und Sanktionsmöglichkeiten zu erarbeiten. Da können natürlich nicht alle Fälle verhandelt werden. Tötungsdelikte, Sexualdelikte, Verkehrsdelikte und schwere Drogendelikte sind ausgenommen. Der Schwerpunkt liegt bei der Straßenkriminalität. Aber gerade bei den kleineren Vergehen, bei Ersttaten, ist es wichtig, Sanktions- und Unterstützungsangebote fernab des Strafvollzugs zu wählen, damit junge Menschen nicht aus ihrem Umfeld herausgerissen, schlimmstenfalls noch den Arbeitsplatz verlieren und statt den Kontakt zum eigenen, hoffentlich schützenden und stutzenden Umfeld zu haben, in engen Kontakt mit denen kommen, die längst die kriminelle Karriere eingeschlagen haben. Studien zeigen nämlich, dass die Jugendlichen dann leicht endgültig abrutschen. Auch das müssen wir im Blick haben, wenn wir Jugendkriminalität bekämpfen wollen, wenn wir die Kriminalität von morgen bekämpfen wollen. Oh. Und zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Gewalttaten zu sprechen kommen, weil es mich einfach umtreibt. Hier reicht nicht länger die volle Härte des Gesetzes. Es reicht nicht, wenn Polizei und Justiz ihre Arbeit tun.
Die Gesellschaft muss deutlich sagen und zeigen, dass sie das nicht will. Im Sport, beim Kaninchenzüchterverein, mit dem Nachbarn am Gartenzaun. Nicht verharmlosen, nicht hämisch lachen, wenn es den vermeintlich Richtigen trifft. Hier sind wir alle gefordert, Gewalt eine klare Absage zu erteilen, bevor sie sich wiederholt, Gewalt verhindern, bevor sie passiert. Es gibt viel zu tun immer noch. Es will klug angelegt sein. Lassen Sie uns weiter im Gespräch bleiben und dafür sorgen, dass die Jugendkriminalitätsstatistik langfristig gesenkt wird, indem wir hinsehen, kreativ und aktiv werden, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen und sich vor dem Abrutschen zu bewahren. Als Nächster spricht die Landesregierung. Herr Minister Prosek, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bei der antragstellenden Fraktion, bei der FDP, dafür bedanken, dass sie das Thema Jugendkriminalität heute in die Mitte dieser Debatte gestellt hat. Das wird der Bedeutung des Themas durchaus gerecht, denn die Bekämpfung der Jugendkriminalität ist ein wichtiges Anliegen und es sollte uns alle einen. Es geht hier um ein zentrales Thema unserer Gesellschaft. Es geht um die Sicherheit in unserer Gesellschaft. Es geht aber gerade auch um die Zukunft junger Menschen. Und deshalb muss es unser gemeinsames Ziel sein, alles dafür zu tun, dass junge Menschen nicht in Kriminalität abgleiten und wenn es gleichwohl geschehen ist, sie so schnell und effektiv aus der Kriminalität wieder herauszuholen. Ich danke Frau Gronemann, Frau Kunz, Frau Künkel und Herrn Promny ausdrücklich für die sachlichen Debattenbeiträge, die deutlich gemacht haben, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, dass wir viele Dinge auch gemeinsam und gleich einschätzen. Der FDP-Antrag versucht so ein bisschen einen politischen Konflikt aufzumachen. Aber das will ich auch sehr deutlich sagen. Ich glaube, wir ziehen bei vielen Fragen bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität an einem gemeinsamen Strang, an der gleichen Seite. Und das ist auch gut so. Wir setzen nämlich gemeinsam auf ein Maßnahmenbündel. Es geht um Prävention, denn Prävention verhindert schon das Abgleiten. Und deshalb muss Prävention unser erster Schwerpunkt und unser erstes Ziel sein. Aber selbstverständlich, wir werden nicht alle Taten verhindern können. Deshalb braucht es auch die Repression. Wichtig ist im Hinblick auf Jugendkriminalität, dass es ein schnelles Handeln gibt, ein schnelles Einschreiten. Es kommt auf Augenmaß und Differenziertheit an und, wo es erforderlich ist, muss auch die Konsequenz bei der Verteidigung des Rechtsstaats spürbar sein. Jugendkriminalität ist vielschichtig, ihre Entstehungsursachen sind komplex und deshalb wird es bei diesem Thema auch keine einfachen Antworten geben. Lassen Sie mich etwas zur Einordnung der Entwicklung sagen. Es ist in der Debatte bereits deutlich geworden, dass wir einen deutlichen Anstieg der Jugendkriminalität zu verzeichnen haben, sowohl in Hessen wie auch im Bund von annähernd 9%. Das ist ein Alarmsignal. Das ist eine Entwicklung, die uns keineswegs zufriedenstellen kann, sondern es ist eine Entwicklung, die uns alle gemeinsam herausfordert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Jugendkriminalität in einer mittelfristigen Betrachtung nicht auf einem Höchstwert befindet. Wenn Sie in die vergangenen Jahre schauen, beispielsweise seit dem Jahr 2010, werden Sie einige Jahre finden, in denen es eine höhere Jugendkriminalität in unserem Land gab. Von daher sehe ich jedenfalls auch keinen Anlass für übertriebenen Alarmismus oder erst recht keinen Anlass für ein Zerrbild, wie es hier insbesondere von Herrn Schleich gezeichnet wurde. Die Ursachen der Jugendkriminalität
sind vielschichtig. Wir beobachten ja leider insgesamt in unserer Gesellschaft einen Anstieg der Kriminalität. Und dann ist es fast zwangsläufig, dass die Jugendkriminalität und ihre Entwicklung auch Teil dieser Gesamtentwicklung ist. Zweifellos spielt der unkontrollierte Medienkonsum, auch die Gewaltverherrlichung in Medien, insbesondere in sozialen Medien, eine Rolle bei der Entwicklung in der Gesellschaft. Es ist auch in der Debatte schon zu Recht darauf hingewiesen worden, dass es Nachholeffekte nach Corona gibt, dass natürlich gerade junge Menschen von den Corona-Maßnahmen in besonderer Art und Weise getroffen waren und dass es deshalb auch zu problematischen Entwicklungen gekommen sein kann, die sich auch in Straftaten entladen können. Auch ein falsches Männlichkeitsideal, darauf wurde in der Debatte auch hingewiesen, auch eine misslungene Integration oder allgemeine Perspektivlosigkeiten in der Schule oder in der weiteren Entwicklung können Ursachen für Jugendkriminalität darstellen. Sehr geehrter Herr Schleich, Ihr Beitrag führt in dieser Debatte leider nicht weiter. Sie sind wieder mal der Versuchung erlegen, ein vielschichtiges Thema eindimensional zu betrachten. Die Zahl der deutschen Tatverdächtigen, auch bei jungen Menschen, überwiegt bei weitem die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen. Und auch bei den nicht-deutschen jungen Tatverdächtigen gab es in früheren Jahren schon mal deutlich höhere Zahlen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und wenn Sie hier das Jahr 2020 als Vergleichsmaßstab heranführen, dann ist doch offenkundig, dass das kein taugliches Vergleichsjahr ist. Das war das Jahr der Corona-Krise mit Lockdown. Da war die Kriminalität insgesamt unten, gerade natürlich auch Jugendkriminalität, weil das öffentliche Leben und auch das Leben der jungen Menschen weitgehend heruntergefahren war. Das ist einfach nicht seriös, diese Zahlen so zusammenzustellen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich auch die meisten nicht-deutschen Jugendlichen, Heranwachsenden und Kinder bei uns rechtschaffend verhalten und nicht durch Kriminalität auffallen. Wir haben in Hessen umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um der Jugendkriminalität erfolgreich zu begegnen. Wir gehen dabei ressortübergreifend vor. Hier arbeiten unterschiedliche Ressorts, beispielsweise das Gesundheits- und Sportministerium, das Jugendministerium, das Bildungsministerium, das Justizministerium und selbstverständlich auch das Innenministerium eng zusammen. Wir haben gemeinsam viele wirkungsvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität auf den Weg gebracht. Lassen Sie mich beispielsweise einige dieser Maßnahmen auch noch hervorheben. Da ist das schon von Frau Künkel genannte Programm BASU 21, vor allem der Polizei, mit der junge Intensivtäter besonders in den Blick genommen werden, bei dem eine täterorientierte Bearbeitung erfolgt, damit passgenau reagiert werden kann und möglichst schnell ein weiteres Abdriften in Kriminalität verhindert werden kann. Und ich will an dieser Stelle allen, die in diesen Maßnahmen aktiv sind, bei der Polizei, auch bei der Justiz, auch in den Jugendämtern, ganz herzlich für ihr großes Engagement für junge Menschen und im Interesse der Bekämpfung von Jugendkriminalität danken. Wir haben in den Schulen umfangreiche Programme, um gegen Gewalt vorzugehen, um Kinder und Jugendliche gerade auch psychisch zu stärken, beispielsweise im Rahmen des Programms Löwenstark, beispielsweise im Rahmen des Programms PIT, Prävention im Team. Und es war schon die Rede davon,
dass wir in Hessen ein erfolgreiches Projekt Häuser des Jugendrechts haben. Und die Zahl der Häuser des Jugendrechts in Hessen kann sich wirklich sehen lassen. Frankfurt ist inzwischen flächendeckend mit diesen Häusern ausgestattet. Wir haben ein Netz von Häusern des Jugendrechts in Hessen, das deutschlandweit beispiellos sein dürfte. Und wir machen mit dieser engen und vertarnten Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei und Jugendämtern sehr gute Erfahrungen. Wir haben das Projekt Teen Court, das auch zielgerichtet ansetzt, wenn es um niederschwellige jugendliche Verfehlungen geht. Und wir haben gerade aktuell unsere Innenstadtoffensive gestartet. Wir haben die Polizeipräsenz in den Innenstädten erhöht. Das kommt auch der Bekämpfung der Jugendkriminalität zugute, weil verhindert wird, dass sich Jugendkriminalität in unseren Innenstädten entwickeln kann. Dazu trägt vor allem die erhöhte Polizeipräsenz erfolgreich bei. Wir haben uns aber auch noch viel vorgenommen. Wie schon erwähnt, haben wir uns vorgenommen, die Häuser des Jugendrechts auszubauen. Wenn Sie sich unseren Koalitionsvertrag anschauen, Herr Promny, sind dort Gießen und Darmstadt auch explizit hervorgehoben. Es wurde schon gesagt, bislang konnte Darmstadt nicht realisiert werden, weil der frühere Bürgermeister, Oberbürgermeister dagegen war. Jetzt sind die Rahmenbedingungen andere. Und deshalb werden wir auch diese Ausweitung der Häuser des Jugendrechts angehen. Wir werden in Zukunft noch mehr darauf setzen, dass die Medienkompetenz junger Menschen unterstützt wird. Ich konnte mir in den ersten Tagen im Amt beim Besuch des Polizeipräsidiums Osthessen das Projekt Digital Native anschauen. Dort werden junge Menschen im Umgang mit sozialen Medien besonders geschult. Und dieses Programm werden wir jetzt auf ganz Hessen ausweiten. Und auch das Landespolizeipräsidium ist dabei, ein neues Präventionsnetzwerk für die Kinder- und Jugendkriminalität zu starten. Wir setzen hier auf Vernetzung und gemeinsame Lösungen und werden alle Beteiligten an einen Tisch holen. Lassen Sie uns bei diesem wichtigen und vielschichtigen Thema doch gemeinsam hier zwischen den demokratischen Parteien weiter zusammenarbeiten. Ich will schließen mit ein paar Sätzen zu dem angesprochenen Thema der Strafmündigkeit. Ich kann nachvollziehen, dass diese Debatte geführt wird. Und ich verstehe auch, dass man die Frage stellt, ob junge Menschen heute, wenn sie noch nicht 14 Jahre alt sind, einen anderen Reifegrad haben. Darauf kommt es am Ende entscheidend an. Ich warne aber vor vorschnellen Lösungen beziehungsweise Forderungen. Ich bin nach wie vor skeptisch, dass eine Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze der richtige Weg ist. Wir müssen auch schauen, ob wir für unter 14-Jährige adäquate Angebote im Rahmen des Strafvollzugs beispielsweise haben. Ich glaube, Maßnahmen der Jugendhilfe sind hier der bessere, der richtigere Ansatz. Die Altersgrenze von 14 Jahren besteht seit vielen Jahren. Mein Eindruck jedenfalls ist, dass sie sich insgesamt bewährt hat und wir sollten sie nicht vorschnell in Frage stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende dieser Beratung des Gegenstands. Allerdings hat sich noch der Abgeordnete Alvasier zu einer persönlichen Bemerkung nach § 81 unserer Geschäftsordnung gemeldet. Diese sind erst nach Schluss der Beratung eines Gegenstands zulässig. Sie sind dann zulässig, wenn das Mitglied des Landtags, wenn es Angriff auf die eigene Person gibt und diese zurückgewiesen werden sollen. Herr Abgeordneter Alvasier hat uns deutlich gemacht, dass seine Identität durch die Rede von Herrn Abgeordneten Schleich verletzt worden ist. Und deswegen genehmigen wir diese persönliche Bemerkung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Schleich, Sie schauen verwirrt. Ich will Ihnen das erklären. Sie haben wesentliche Teile Ihrer Rede damit verwandt, über den Unterschied zwischen Nichtdeutschen und deutschen Tatverdächtigen bei der Jugendkriminalität zu reden. Und dann haben Sie in Ihrer Ursprungsrede gesagt, und da müsse man sich mal vorstellen, da seien ja bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen noch nicht mal die Doppelstaatsbürger mitgezählt. Und dann haben Sie das sogar noch mal wiederholt in der Kurzintervention auf die Rede der Kollegin Grunemann. Und ich kann Ihnen mal erzählen, ich bin 1971 in Offenbach geboren,
Damals galt noch das alte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Meine Mutter ist Deutsche, war Deutsche, aber ich war kein Deutscher, weil man damals nur Abstammung hatte und nur männliches Blut. Das war die Rechtslage 1971. Dann gab's Mütter solcher Kinder, die sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben gesagt, eklatanter Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ich habe einen ganz persönlichen Grund, Elisabeth Selbert für diesen Satz dankbar zu sein. Weil das hat am Ende eine Entscheidung gegeben, die gesagt hat, ja, auch wer von einer deutschen Mutter Abstand ist Deutscher. Seit dieser Zeit bin ich ein Doppelstaater. Ich habe eine jemenitische Staatsbürgerschaft und eine deutsche Staatsbürgerschaft. Sie sagen, wenn ich straffällig werde, bin ich eigentlich kein richtiger Deutscher. Doch, doch, weil Sie sagen, ich werde in der Statistik als Deutscher gezählt, aber ich sei ja eigentlich ein Doppelstaater. Das müsse man sich ja mal vorstellen. Eigentlich müsse man das ja zu den nichtdeutschen Tatverdächtigen dazuzählen. Und Herr Schleich, Ihre Partei, übrigens, ich weiß ja nicht, wie es beim Herrn Lambrou ist, aber der ist 1967 geboren und Griechenland bürgert nicht aus. Ich nehme an, er ist auch Doppelstaater rechtlich. Aber bitte sehr, ich kann Ihnen das an dieser Stelle nur mal sagen. Ihre Partei hat das Oberverwaltungsgericht Münster an diesem Montag heftig kritisiert dafür, dass das Oberverwaltungsgericht Münster gesagt hat, es ist rechtens, die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall vom Verfassungsschutz zu beobachten. Und ich kann Ihnen mal aus dieser Entscheidung des OVGs Münster zitieren. Ich bin gleich am Schluss, Frau Präsidentin. Nach Überzeugung des Senats liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die AfD Bestrebungen verfolgt, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet sind. Es besteht der begründete Verdacht, dass es den politischen Zielsetzungen jedenfalls eines maßgeblichen Teils der AfD entspricht, deutsche Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen. Dies stellt eine nach dem Grundgesetz unzulässige Diskriminierung aufgrund der Abstammung dar, die mit der Menschenwürdegarantie nicht zu vereinbaren ist. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Schleich, Sie haben das hier zweimal bestätigt und haben es noch nicht mal gemerkt. Damit kommen wir zu dem Verfahren, wie wir mit den Anträgen weiterverfahren. Ich gehe davon aus, dass beide Anträge in den INA überwiesen werden sollen, auch seitens der AfD. Es gibt auf jeden Fall keinen Widerspruch. Dann